Die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen einem stummen Mädchen und einem geretteten Esel überraschte die Welt. Eines Tages verbrachten sie einige Zeit miteinander und das Mädchen tat etwas Unglaubliches. Auf einem verlassenen Bauernhof wurde ein Esel gefunden. Das arme Tier war dort zurückgelassen worden mit Verletzungen und unbehandelten Wunden. Es war unklar, wie lange das Tier ohne jegliche Pflege oder Nahrung ausharren musste. Die Menschen waren bestürzt und suchten sofort nach Hilfe. Der Esel, der den Namen Shox erhalten hatte, wurde an einen sicheren Ort gebracht. Das Donkey Sanctuary in Birmingham bietet seit 1969 Unterstützung für Esel. Diese Wohltätigkeitsorganisation hat weltweite Bedeutung, da sie diesen Tieren auf verschiedenen Kontinenten geholfen hat. In dieser Auffangstation wurde Shox rehabilitiert. Es dauerte lange, bis die körperlichen Wunden des Esels verschwanden, und selbst dann sah man immer wieder, wie er mit dem Gleichgewicht kämpfte. Trotzdem sah jeder, der das süße Tier traf, wie optimistisch er trotz seiner Vergangenheit blieb. Egal was passierte, Shox war wie ein Sonnenstrahl und seine Fröhlichkeit steckte alle Menschen um ihn herum an. Vor allem die Freundschaft mit einem jungen Mädchen namens Amber Ostwick hat Shox strahlende Persönlichkeit zum Vorschein gebracht. Im Juni 2010 brachte Tracy Ostwick Zwillinge zur Welt. Ihre Töchter Amber und Hope waren Frühgeburten. Leider führte dies zu gesundheitlichen Komplikationen bei den beiden. Zum Glück konnte sich Hope ohne größere Probleme erholen. Bei ihrer Schwester war das nicht der Fall. Das Neugeborene musste notoperiert werden und im Laufe ihres Lebens sollte sie noch mehrere Operationen über sich ergehen lassen müssen. Julian, der Vater der Zwillinge, konnte nicht aufhören, sich Sorgen um seine Tochter zu machen. Amber erhielt einen Luftröhrenschnitt, der ihr das Leben rettete. Bei ihrer Geburt hatte sie Blutungen in der Lunge und durch diesen Eingriff konnte verhindert werden, dass Luft zu ihren Stimmbändern gelangte. Amber konnte danach richtig atmen, aber nicht mehr sprechen. Julian und Tracy waren am Boden zerstört. Die Ärzte versuchten, etwas Hoffnung zu machen. In ein paar Jahren könnte Amber eine weitere Operation erhalten, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie ihre Stimme zurückbekommt. Die Chance war gering, aber sie hielten an ihr fest. Obwohl Amber nicht sprechen konnte, hielt sie das nicht davon ab, andere Dinge im Leben zu genießen. Etwas, das sie besonders mochte, waren Tiere. Normalerweise assoziiert man kleine Mädchen mit Kätzchen oder Welpen. Wenn es um Nutztiere geht, sind Pferde wahrscheinlich die beliebteste Wahl. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, reiten zu lernen? Der Reiz ist universell und junge Mädchen sind da keine Ausnahme. Am meisten beeindruckten Amber jedoch Esel. Vor nicht allzu langer Zeit hatte Tracy gehört, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen von der Freundschaft mit einem Esel profitieren können. Das mag für manche überraschend sein, aber diese Tiere sind unglaublich sensibel. Oft sind sie Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen und sanftmütig. Das zeigt sich am besten in ihrem Verhalten gegenüber Kindern. Genau aus diesem Grund beschlossen Tracy und Julian eines Tages, Amber in das Eselschutzgebiet zu bringen. Die Eltern hatten sich ein wenig über die Wohltätigkeitsorganisation informiert, um herauszufinden, wie Amber dadurch geholfen werden könnte. Aber sie ahnte nicht, wie wichtig einer der geretteten Esel für ihre Tochter werden würde. Als Amber zum ersten Mal das Tierheim betrat, konnte sie sich ein Lächeln nicht verkneifen und war ganz aufgeregt. In der Mitte der Scheune stand ein Esel. Er hatte ein einfaches graues Fell und war ziemlich klein. Er war jedoch der einzige dort und der erste Esel, den Amber je gesehen hatte. Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Was ihre erste Begegnung noch rührender machte, war die Tatsache, dass Shox genauso fasziniert von Amber war wie sie von ihm. Julian und Tracy waren Zeugen der rührenden Szene und wussten sofort, dass dies nur der Anfang einer großartigen Geschichte war. Seit diesem Tag brachten sie Amber regelmäßig ins Tierheim und hofften, dass die Forschungen zur Eseltherapie auch für ihre Tochter gelten würden. Sie wollten das Beste für sie und waren froh, sie lächeln zu sehen wie nie zuvor. Das kleine Mädchen freute sich immer auf das nächste Mal, wenn sie ihren besten Freund sehen konnte.
Leider führten die Komplikationen, die Amber bei ihrer Geburt erlebte, dazu, dass sie eine zerebrale Lähmung hatte. Das bedeutete, dass es ihr manchmal schwer fiel, ihren Körper zu bewegen, wie sie es wollte. Ihre Eltern hielten immer ein Auge auf sie, um sicherzustellen, dass sie nicht aus dem Gleichgewicht geriet. Nachdem sie Shocks kennengelernt hatten, waren sie zuversichtlicher, was das Wohlergehen ihrer Tochter betraf. Denn Shocks gab Amber die Möglichkeit, sich sicher und kontrolliert zu bewegen. Im Vergleich zu Pferden sind Esel viel kleiner und es ist weniger riskant, ein Kind auf ihnen reiten zu lassen. Gelegentlich halfen die Mitarbeiter des Tierheims dem jungen Mädchen beim Reiten. Die Besuche im Tierheim wurden immer häufiger und alle freuten sich, dass Amber Shocks ritt, als wäre es ihre zweite Natur. Nach und nach gewann Amber mehr Selbstvertrauen. Das Mädchen bewegte sich auf eine Art und Weise, die für sie völlig neu war, und sie fühlte sich nicht mehr durch ihre körperliche Verfassung behindert. Sie freute sich auf jeden neuen Tag und war ständig gut gelaunt. Ein großer Teil dieses Glücks ist auf die Unterstützung zurückzuführen, die sie von ihren Eltern und ihrer Zwillingsschwester erfuhr. Aber der größte Faktor konnte nicht ignoriert werden: Shocks, ihr engster Begleiter. Die Monate vergingen und die Routine, Amber ins Eselschutzgebiet zu bringen, setzte sich fort. Die Ostwicks hatten sie schon unzählige Male besucht, aber es gab einen Tag, der aus einem sehr herzerwärmenden Grund herausstach. Julian beobachtete das Zusammenspiel von Amber und Shocks genau. Nachdem seine Tochter sich dem Esel genähert und ihn umarmt hatte, geschah etwas Unglaubliches. Amber sprach. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Amber eine Stimme. Noch stärker als der Akt des Sprechens war Ambers Wortwahl etwas, das ihren Eltern für immer im Gedächtnis bleiben würde. »Ich liebe dich«, sagte Amber zu Shocks. Der Esel schien die Worte zu verstehen, als ob er sie in seinem Herzen gespürt hätte. Sofort antwortete er mit seinen eigenen Geräuschen. In der Mitte der Scheune, wo alle Augen auf sie gerichtet waren, lehnten sich Amber und Shocks aneinander. Tracy brach in Tränen aus, als sie die sanfte Stimme ihrer Tochter hörte. Mutterschaft kann eine Achterbahnfahrt sein, und so sehr sie ihre Tochter auch liebte, die ständige Betreuung kann körperlich und geistig anstrengend sein. Und doch war es so, als ob dieses Wunder ihr alle Kraft gegeben hätte, die sie gebrauchen konnte. Als Tracy zurückdachte, als Amber zum ersten Mal sprach, sagte sie: »Es war ein so emotionaler Moment. Ich konnte nicht glauben, dass meine Tochter endlich ihre Stimme gefunden hatte.« Ein solcher besonderer Moment gewann die Herzen aller Menschen, die von den Ereignissen gehört hatten. 2016 veröffentlichten Julian und Tracy ein Buch zu Ehren ihrer Tochter und Shocks. Sie nannten es Amber's Donkey – The Heartwarming Tale of How a Donkey and a Little Girl Heal the Scars of Each Other's Troubled Pasts. Ich würde sagen, dass diese Beschreibung die Verbindung zwischen Amber und Shocks perfekt einfängt. Wer hätte gedacht, dass die Liebe zu einem Tier, einem stummen Mädchen, die Kraft geben kann, zu sprechen? Was war deine Lieblingsstelle in dieser Geschichte? Lass es mich in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, ein Like zu hinterlassen, wenn dir das Video gefallen hat. Wir werden noch mehr Geschichten wie diese bringen. Also abonniere uns, wenn du mehr sehen willst. Mach's gut!